Oben in der Arktis kämpfen unsere Männer entweder selbst ums Überleben oder darum, Überlebenden Rettung zu bringen oder ihr Schicksal aufzudecken. Wir haben schwierigste Aufgaben zu erfüllen hier. Wir müssen 10 Flaschen Shampoos quer durch die Welt schippern und ihm geht es nur um Heiratsanträge. Diesem Schmierlappen hier, diesem zuverlässigen Boten hier. Wir müssen sein zuverlässiger Bote sein. Hier geht es hin. Naja, dann nehmen wir mal unser schnellstes Schiff. Wir haben ja hier einen Clipper, der ist fix unterwegs und der geht bitte mal hier hin zum Leuchtturm. Und dabei halten wir mal Ausschau, während der Clipper unterwegs ist und ein gutes Stück fahren muss. Der ist aber flink, sehr, sehr flink. Halten wir mal Ausschau, was in der Zeitung so drin steht. Fake News! Zigarren ausgegangen, dafür habe ich nichts mitbekommen. Habt ihr eine katastrophale Explosion erlebt? Also ich nicht. Klar, da gab es so ein kleines Feuerchen und so einen Knall, aber ich glaube, die haben Silvester gefeiert. Gleich doppelt. Zigarren fehlen in Bultopia, Zigarren fehlen in Schwarzgeld. Jammerlappen aller Orten. Jetzt ist es aber schwierig. Oh, jetzt haben wir aber echt ein Problem. Jetzt fehlt es uns an Einfluss, um die Karten zu ersetzen. 15 bräuchten wir mindestens. Für die billigste aller Karten. Da muss man durch. Oder wir sagen, wir tricksen mal ganz, ganz fix. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Investoren erschaffen können. Die Antwort ist ein gepflegtes Nee, geht nicht. Im Augenblick nicht. Die Leute sind zu unzufrieden. Wahrscheinlich, weil ihnen die Zigarren fehlen. Unfassbar. Ja, da muss man durch. Also das hier stört mich echt, dass die wahren Bedürfnisse für ein paar Minuten jetzt größer sind. Und hier fehlt es an Zigarren? Ei. In der Tat, nirgendwo Zigarren, müssen uns auch noch drum kümmern. Jetzt gehen wir uns aber erstmal die Aufgabe anschauen. Karl Leonard hat uns ja eine Botschaft mitgegeben. Unser Schiffchen ist hier, die Medusa. Und hier geht's bitte hin, zu Bente. Auf! Wir checken mal, wieso da Zigarrenmangel ist. Oh, stimmt, es war was explodierend. Hatte doch die Zeitung darüber berichtet. Hier war's. Wollen wir das wieder in Ordnung bringen? War da nicht noch was kaputt gegangen hier irgendwo? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur das hier. Zigarrenprobleme aller Orten, Sachen gibt's. Wir haben hier doch sicher eine Zigarrenfabrik stehen. Oder haben wir die nur in der neuen Welt? Ja, die gibt es nur in der neuen Welt. Da gehen wir mal schauen, wo die Zigarren hier produziert werden. Hier kommt gleich unser Clipper an. Wir wechseln gleich mal in den Bildschirm. Ach Quatsch, das kriegen wir auch über... Können wir über den Statistikbildschirm machen. Wir können aber auch gucken, wo die hier herkommen. Das ist das Simpelste. Zigarren nach Bullstadt kommen von dieser Insel aus, von Perlenschmuck. Und die Route hat irgendein Problem. Das ist diese Insel hier. Dann lass uns mal einen Blick auf die Zigarren werfen. Nur 10...
Oh, Schokolade ohne Ende. Wir hatten auch ein Schokoladenproblem. Wird die eventuell auch nicht genügend abtransportiert? Wann kommt die Passage raus, fragt Diabolus. Ist schon rausgekommen. Eben. Ist schon rausgekommen. Echt. Also, wir werfen einen Blick auf die Nöte der... Ach, dann ist doch wahrscheinlich das Schiff mit den Zigarren kurz davor anzukommen, oder? Wir schauen jetzt doch mal in Statistikbildschirm. Wir werfen mal einen Bericht in die Gesamtproduktion von Zigarren in all unseren Ländereien. Ja. Versorgung etwa halb so stark oder bei 60%. Das ist natürlich doof. Ist die Medusa bald an ihrem Ziel? Ich glaube, da vorne ist schon der Leuchtturm. Dann lasst uns kurz die Aufgabe erfüllen. Ein Gebäude war noch abgebrannt, berichtet Christoph. Echt? Da gehen wir gleich mal schauen. Wo war das denn? Ich will keine Allianz, ich will einen Liebesbrief abgeben. Ich bin nur ein Postbote. Wenn ich die argwünschen Briefe dieses abscheulichen Mannes weiterhin ins Feuer werfe, wird er noch persönlich an meine Tür klopfen. Schauder. Bitte bringen Sie ihm diesen Brief und sagen Sie ihm, dass ich sein Angebot zu schätzen weiß, es jedoch nicht annehmen kann. Und übermitteln Sie ihm möglichst auch meinen Unterton, er sei ein feuchter Schmierlappen. Gerne, wird gemacht. Jetzt können wir also den Brief auch noch abliefern, und zwar hier, eine höfliche Ablehnung. Wie oft haben wir diese Quest schon gemacht? Immer und immer wieder diese Heiratsanträge. Das ist ausnahmsweise mal gar nicht gekennzeichnet hier. Normalerweise sind doch immer die Pfeile oben drüber. Sachen gibt's. Also Zigarrenfabrik, Zigarren checken und dann dafür sorgen, dass es hier besser fluppt und wuppt. Wir haben hier vor Ort bei den Verbrauchsgütern und der Zigarrenproduktion. Eine! Nur eine Zigarrenmanufaktur. Eine zweite können wir auch gar nicht bauen, weil es uns an Arbeitskräften mangelt. Dem können wir aber Abhilfe machen. Wir haben zwei Kunstschreinereien. Das passt. Tabakplantagen im rechten Verhältnis. Und wir müssen, ja, wir bauen einfach eine zweite Zigarrenmanufaktur. Da müssen wir jetzt hier durch. Wo ist denn die erste? Wird gemacht. Das kriegen wir hin. Platz ist da. Schritt Nummer 1 ist, wir haben hier vorne eine Lagerhalle. Die wollen wir jetzt auch mal nutzen und setzen. Wir checken erstmal, wie das mit der Lieferung von allen Grundgütern hier ist. Oh lala, beeinflusst Zigarrenmanufakturen plus 30% Produktivität. Weniger Arbeitskräfte. Damit ist die Entscheidung ja schon mal gefallen. Die zweite Zigarrenmanufaktur stellen wir auch hier hin. Aber wir brauchen erstmal mehr Menschen, die hier leben. Also bevor es wieder hochgeht in die Arktis, da müssen wir uns, glaube ich, einen kleinen Moment drum kümmern. In Bullstadt ist unweit des Kraftwerks irgendwas kaputt gegangen. Okay. Dann fixen wir das mal ganz schnell. Meinst du wirklich Bullstadt? Hier ist ein Kraftwerk. Hier ist ein Kraftwerk. Oder meinst du Black Desire eventuell, Cap Trelawney und nicht Bullstadt? Weil hier ist ein Kraftwerk, hier sehe ich nichts Kaputtes. Und hier ist das zweite Kraftwerk. Hier sehe ich auch nichts Kaputtes. Bist du dir sicher, dass es darum geht, dass du nicht etwa diese Insel hier meinst oder diese Gegend hier? Ja, es war doch hier. Führst mich in die Irre. Hier ist was kaputt. Das ist aber nur irgendein Wohngebäude. Die Fabrik war hier. Das Kraftwerk. Hier ist das Kraftwerk. Ich kann nichts Kaputtes entdecken. Beim besten Willen nicht. Tut mir leid. Und mehr. Wir haben nur diese drei Kraftwerke auf beiden Inseln. Da musst du dich verguckt haben.
So, wir brauchen mehr Menschen, die erleben. So, jetzt geht's wieder hier hin. Jetzt müssen wir erst die Stadt mächtig ausbauen. Wir brauchen 100 und... also ziemlich viele von denen halt. Hier sind die zentralen Gebäude. Die Versorgungsgebäude. Das heißt, hier in der Nähe sorgen wir mal für Ausbau. Wir könnten auch Bier nicht. Wir könnten auch Nähmaschinen hier hinbringen, dann würden die von alleine voller. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann würden die Häuser voller werden. So, jetzt geht's aber weiter in die weitere Produktion rein. Die Zigarrenabteilung unserer Wirtschaft war hier oben. Wir wollten eine weitere Zigarrenmanufaktur hier hinsetzen. Neben dieser Handelskammer, denn hier ist ein Zigarrenkenner drin tätig, der dafür sorgt, dass die produktiver sind und weniger Arbeitskräfte brauchen. Das ist schön. Wir haben eine Zigarrenmanufaktur hier stehen. Kein Holzfurnier mehr im Insellager, so gut wie nichts. Tabak gäbe es vielleicht noch, aber Holzfurnier ist noch wichtiger. Das heißt, wir brauchen eine Kunstschreinerei. Die steht hier wo? Hier steht eine. Haben wir genug Holz auf der Insel? Ja. Das sollte auch eigentlich ganz gut ausreichen. Dann bauen wir eine. Hier ist ein Lager, da ist ein Lager. Wie voll sind, wie gut sind die ausgeschöpft? Kann man ruhig daneben noch hinstellen. Dann stellen wir im Blaupausenmodus eine Zigarrenmanufaktur, weil die den meisten Platz wegnimmt. Hier hin. Eine Kunstschreinerei. Wozu ist denn diese Straße hier wichtig? Ich glaube gar nicht. Dann passt die Kunstschreinerei nämlich hier hin. Sogar sehr gut. Tabak sorgen wir gleich auch noch. Die Zigarrenmanufaktur hatten wir hier hingestellt. Dann brauchen wir noch weitere Tabakfabriken, Tabakplantagen. 10 Einwohner, die dort arbeiten pro Tabakplantage. Wir hatten einen leichten Überschuss, trotzdem sollten wir 4 bauen, finde ich. Wenn wir die gesamte Wirtschaft verdoppeln, dann sollten wir das machen. Wir stellen die mal hier der Reihe nach hin. Ich glaube, wir können uns auch durchaus ein weiteres Lagerhaus noch leisten, damit es hier nicht zu knapp wird. Und das hier, schaut mal, genau, da räumen wir ein bisschen auf. Heute Abend ist eine Gewerkschaftssitzung.
das war keine Absicht. Lücken, wir füllen mal die Lücken noch ein bisschen besser. Gehen hier hin. Machen das hier richtig zu. Wiederum ein bisschen ausbauen bis hierhin. Jetzt füllen wir das hier. Das war's. Jetzt sind wir hier unten wieder und setzen noch 3 bis 4 weitere Tabakplantagen hin. Hier ist ein Lagerhaus gerade entstanden. Da setze ich eins nach oben. Halte auch mal Ausschau nach der Feuerwehr. Die kommt ja noch überall gut hin. Das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wir verlängern die Straße hier. Ziehen ja so mal einen Kreis drumherum. Und das waren Bananen. Wir wollen Tabak. Hier ist Tabak. Setzen eine Tabakplantage hier hin. Eine zweite direkt daneben. Auf die andere Seite. Das geht von Hand wesentlich besser. Und jetzt fehlt nur noch ein wenig. Fehlen noch ein paar Felder. Füllen wir hier noch gut auf. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Das haben wir gemacht. Und eine vierte und letzte noch.
So, das sollte jetzt eigentlich Genüge tun. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt schauen wir mal, ob das Schiff, das hier unterwegs ist, ob das auch ausreicht. Das hier immer hin und her fährt. Das ist ein einfacher Clipper. Gehen wir auf Nummer sicher und sagen, nimm mal noch mehr mit. Obwohl, wir haben das vorher jetzt verdoppelt. Wir trotzdem. Wir sagen, nimm mal alles mit, bitte. Jetzt wollen wir mal schauen, wo die Dancing Queen gerade unterwegs ist. Anscheinend auf dem hohen Meer, auf der hohen See, irgendwo dazwischen. Ich kann sie im Augenblick nicht sehen. Da ist eines unserer Luftschiffe unterwegs, der Kohleflieger, der mehr Kohle mittlerweile an Bord hat. Der kriegt die Kohle gar nicht komplett hintransportiert. So, wir gehen hier oben wieder schauen, in der Arktis. Kohle geht so. Und hier alles soweit okay? Ich glaube ja. Wir machen mal Folgendes. Wir bunkern mal etwas Kohle hier, damit wieder alles abgeliefert werden kann. Dann haben wir hier einen Vorrat für Notzeiten. Dann geht es wieder rüber zu unserem Luftschiff. Wir schauen mal an, wie die Geschichte weitererzählt wird. Hier sind wir. Martin meint, der Flair von Anno sei verloren gegangen nach Anno 1404. Das liegt aber lange zurück. Finde ich persönlich schade, weil das Spiel hier gefällt mir sehr gut. Das fände ich sehr traurig eigentlich, wenn es das ja nicht gegeben hätte. Wir machen mal weiter. Also, ihr erinnert euch, wir haben in den Notizen gefunden, dass hier die Bären, die Männer, die hungernden Männer bedrohen zu fressen. Wobei ich mich frage, als Bär, möchte ich wirklich auf Robben verzichten und mir so ein Klappergestell von Mensch holen? Ich weiß ja nicht, wenn die so durchaus gehungert sind. Ich glaube, ich würde lieber Robben fressen. Wir gehen mal weiter schauen. In welche Richtung geht's weiter? Wo sind die Spuren im Schnee? Hier links, ne? Sind da Spuren? Ja, hier sind Fußspuren im Schnee. Oder sind das die, wo wir hergekommen sind? Nein, das ist die Richtung, in die wir hinfliegen möchten und müssen. Wir sind von hier gekommen und da hinten scheinen Spuren zu sein. Da geht es anscheinend weiter. Da links. Hier liegt noch eine Leiche auf dem Boden. Nochmal zwei Männer. Überall Plunder, Skelette. Transportgüter, die zurückgelassen wurden. Hier, eine dünne kleine Schlucht. Wohin führt uns der Weg? Nein! Eisbären, um Himmels Willen. Gott, ich ahne das Schlimmste. Die warten nicht darauf, dass wir sie... Die warten nicht darauf, dass wir sie zum Zoo bringen.
Überall Tote und Eisbären, die hin und her stapfen. Eine Leiche, überall Leichen, die in alle Richtungen anscheinend versucht haben zu flüchten. Da oben führt der Weg nochmal weiter. Es scheinen noch ein paar Männer den Eisbären entkommen zu sein. Und sind dort oben hingelaufen. Hier führt der Weg weiter. Moment, ich habe ein kleines Technikproblem. Jetzt bin ich wieder zurück bei euch. Was führt uns dorthin? Ganz schmale Schlucht. Ein paar Männer sind den Eisbären anscheinend entkommen. Aber leben sie noch? Da hinten noch mehr Leichen. Noch mehr Leichen. Werden wir überhaupt irgendeinen Überlebenden finden? Sind wir schon fast am Rand der Welt. Hier. Noch mehr Spuren, die hinaufführen. Immer noch nicht am Ende angelangt. Unser einheimischer Führer, der Inuit Kumak, fragt sich, wohin sie als nächstes gegangen sind. Ein Sturm zieht auf, ihr Vogel wird flattern und fliegen. Wie ein Vogel im Winde. Er meint unser Luftschiff. Droht unserem Luftschiff Gefahr? Könnte es hier kaputt gehen oder beschädigt werden? Könnten wir abstürzen? Könnten unsere Leute, die sich sicher wähnen vor den Eisbären, dort oben in der Luft, wo wir nur hinweg gleiten, über die Landschaft, wo wir die Abenteuer nur von oben beschauen, statt sie zu erleben, könnten wir Gefahr laufen, selber Teil eines Abenteuers zu werden, hinabzustürzen in die Tiefe, doch zu zerschellen mit unserem hölzernen Gefährt und von Eisbären attackiert und gefressen zu werden? Ich glaube, unsere Leute an Bord des Luftschiffes wollen die Geschichte lieber aus der Nähe, aus der Entfernung miterleben, als Teil der Geschichte zu sein. Und ich vermute, euch ergeht es auch so. Stellt euch nur einen Moment vor, ihr wärt dort oben an Bord des Schiffes, statt in Sicherheit im Chat. Hier geht's weiter. Der Leben. Doch noch irgendjemand muss doch noch leben. Irgendjemand müssen wir retten können. Da hängt unser Schiff in der Luft. Wirft ein Scheinwerferlicht hinab. Der Weg führt weiter. Noch ein Stück und noch ein Stück. Und ein letztes. Oh, geht es hier lang oder hier? Lass uns mal schauen, ob wir Spuren im Eis finden. Hier sind Spuren. Und dort sind keine. Hier ist was. Hier führen noch mehr Spuren entlang. Das ist ja wie ein Labyrinth hier. Was ist das hier? Ein letzter Blick. Jetzt kommt der Zeitungsmensch. Der Mann hat kein Empfinden für eine gut erzählte Geschichte. Dessen Timing ist ein grauenhaftes. Macht dumme Witzchen über eine hoffnungslose Situation, während den Menschen hier wirklich jede Hoffnung damals gefehlt hat. Unfassbarer Typ. Echt unfassbarer Typ, mit dem wir uns hier rumplagen müssen. Was erleben wir hier? Was verbirgt sich hinter diesem Steinhaufen? Noch mehr Tagebuchblätter von John Franklin. Ja. August 1848. Sir John hat mich, Kapitänleutnant Remy de Gideux, mit der Fortführung seines Logbuches beauftragt, da er zu schwach ist, selber den Stift zu Papier zu bringen. Doch auch für mich werden wohl nicht mehr viele Einträge zu schreiben sein. Wir werden zwar nicht mehr von Bären verfolgt, doch da wir unseren Kompass verloren haben, irren wir.
seit Tagen und Wochen in den Hochtälern herum, die alle gleich aussehen. Wir sind nur noch zu sechst. Kapitän Faithful, Sergeant, der erste Offizier, Little, ein Ingenieur, Hodgson, ein Arzthelfer, Irving, ein Schiffsjunge und ich. Der Junge ist noch am Leben, weil er ein guter Kamerad ist. Niemand hat es über sich gebracht, ihn zu verspeisen. Weil der Junge ein guter Kamerad ist, wurde er noch nicht gegessen von seinen Kameraden. Da habe ich das so richtig verstanden. Sagte, das ist ein Netter, den haben die anderen nicht verzehrt. Oder was ist denn hier passiert? Das Fleisch der Bären hat nicht lange gereicht. Sir John hat uns beschworen, niemals jemandem von dieser Schande zu erzählen. Auch wem sollten wir schon davon berichten? Haben die begonnen, sich gegenseitig aufzuessen? Die Hoffnung ist dahin. Die Hoffnung ist dahin, die Nacht gehört Amarok. Wer immer Amarok ist, vermutlich irgendeine Gottheit, die so düster ist, dass man nur seinen Namen erwähnen muss. Schon fährt einem ein Schauder über den Rücken.